Dieser Film erzählt eine zweifache Erfolgsgeschichte des Naturschutzes. Die Rettung eines weitgehend trockengelegten Moores in Oberschwaben und die Rückkehr der fast ausgerotteten Biber. Beide Geschichten verlaufen zeitgleich. Im einen Fall haben Menschen Flächen aufgekauft, der Nutzung entzogen und trockene Bereiche wieder vernässt. Aber es gibt noch einen weiteren bedeutenden Landschaftsbauer im Moor, den Biber. Wie kein anderes Tier gestaltet der Biber die Landschaft nach seinen Ansprüchen, fällt Bäume, baut Burgen und Dämme und staut Bäche auf. Dadurch schafft er nicht nur sich, sondern auch einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen geeigneten Lebensraum. Ob als Untermieter im Biberbau, als Nutzer von Totholz, Flachwasser oder Feuchtwiesen, die von Forschern nachgewiesenen vielfältigen Wirkungen des Bibers für andere Tierarten wie Eisvogel, Schwarzstorch, Sumpfschildkröte, Rallen, Laubfrosch, Libellen und andere zeigen sich auch hier im Moor. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, aber schon jetzt ist klar, Mensch und Biber haben hier in Oberschwaben gemeinschaftlich ein kleines Paradies und ein Stück neue Wildnis erschaffen.